Hektik, Stress und einseitige Belastungen prägen unseren Alltag. Yoga kann helfen, den täglichen Herausforderungen zu begegnen. Man hat sich ja so ein bisschen auf den Körper besonnen, ist in sich gegangen, hat aber auch das Gefühl, dass man ein bisschen was für den, nicht nur für den Geist und die Seele, sondern auch für den Körper tatsächlich gemacht hat. Das heißt also, morgen werde ich wahrscheinlich Muskelkater haben. Und Arm zum Körper sollte möglichst groß werden. Also ich mache einfach nochmal die Übung vor. Die Körperübungen, Asana genannt, fördern die Konzentration, Beweglichkeit und Kraft. Eine neue Achtsamkeit kann entstehen. Vor 4 Jahren habe ich mich auf den Yoga-Weg gemacht und merke immer mehr, dass ich diese Achtsamkeit, die ich hier erfahren habe, auch in meinen Alltag mitnehme und da diese Achtsamkeit auch sehr gut gebrauchen kann. Und es ist einfach eine wunderschöne Arbeit. Was mich in den letzten Jahren unglaublich berührt und fasziniert, ist eigentlich mehr der Atem, der in jedem Moment ja beim Yoga eine Rolle spielt. Also in kraftvollen Übungen, dass ich einfach gucke, halte ich den Atem fest, überfordere ich mich, kann ich gar nicht mehr atmen. Und dann aber zunehmend auch in eine meditativere Richtung, also wirklich den Atem erstmal zu erkennen, was für ein Wunderwerk der Atem ist und wohin uns der Atem führen kann, wenn wir ihm ganz viel Raum geben und weniger tun, sondern mehr lassen. Ausatmen. Senk die Arme wieder, streck deine Ellenbogen. Jeder Mensch ist anders und jedes Leben verläuft in seiner eigenen Bahn. Yoga kann in seinen vielfältigen Übungsformen die Entwicklung jedes Menschen individuell fördern. Die Matte ist der Ort, wo wir das Ganze üben können, wo wir es ausprobieren können, ja, an einem geschützten Ort, ne, uns selbst erfahren können. Aber es geht ja eigentlich darum, dass ich das auch in mein Leben tragen kann. Ne? Dass ich die Ruhe oder die Sensibilität für mich selber, ne, auch im Alltag leben kann. Und das ist für mich die Essenz des Yoga. Also deswegen ist das ein ganz klarer Ausspruch. Die entspannenden Übungen. Ich finde auch die Figuren sehr toll. Manche Sachen sind schwer, manche leicht. Aufgeregt machen mich eigentlich keine. Die Arme hoch. Ist das nicht eine schöne Übung? Ja. Die 1,5 Stunden, die entspannen mich so, dass ich mich hinterher wundere, wie energiegeladen ich auf einmal bin, obwohl ich vorher auf der Couch eigentlich eingeschlafen wäre. Was es mir bringt, ist, zu mir selbst zu kommen, Ruhe zu finden, Kopf auszuschalten und Frieden zu finden und fröhlich nach Hause zu gehen. Also für mich ist Yoga inzwischen sowas wie eine Lebensphilosophie. Bei all den positiven Wirkungen, die Menschen durch Yoga erfahren, darf es nicht als Heilslehre missverstanden werden.
Was die Praxis aber immer wieder belegt, Yoga entfaltet seine Wirkung am besten, wenn man sich auf die Übungen einlässt. Wer Yoga praktiziert, kann zu einem neuen Körpergefühl finden. Manchmal geht die Veränderung mit den Antworten auf wichtige Lebensfragen einher.